Moin Leute, hier zurück bei FIFA 23 mit einem kleinen Prognosenspiel. SV Werder Bremen gegen SC Freiburg. Es ist Spieltag 28 oder 27, wird falsch angezeigt. Macht aber nichts, kennen wir ja nicht anders. Und ja, Werder muss mindestens, würde ich mal sagen, einen Punkt hier zu Hause holen gegen SC Freiburg. Das Problem ist nur, SC Freiburg hat gerade echt eine gute Bundesliga-Platzierung mit Platz 5 mit 47 Punkten. Und Werder ist leider nur Platz, ich muss mal eben kurz gucken, kleinen Moment. Habe ich schon wieder vergessen. Ach, verdammt, kann ich gerade nicht so schnell machen hier. Platz 11 mit, ja, gut, mit 32 Punkten. Das Problem ist nur, der 16. Platz, Schalke, glaube ich jetzt, hat 24 Punkte. Das heißt, wir sind nur noch 8 Punkte entfernt von Relegationsplatz. Hört sich zwar irgendwie noch ein bisschen viel an, aber kann ganz schnell anders werden. Das heißt, Werder muss mindestens hier auch irgendwie Punkte kriegen, auch wenn es schwierig wird, weil, wie gesagt, Freiburg hat echt eine gute Saison dieses Mal und hat Bayern ja auch aus dem DFB-Pokal gehauen, hat dann aber allerdings das vorige Spiel gegen Bayern zu Hause 0-1 verloren, aber trotzdem haben sie gut gespielt und ja, Werder braucht auf jeden Fall die Punkte, so oder so. Also man sagt ja, man braucht 40 Punkte, um in der Liga zu bleiben, wo man gerade ist. Und wir sind noch 8 Punkte von entfernt. Das hoffen wir auch mal als Werderaner, dass wir das irgendwie hinkriegen und auch irgendwie kriegen, die 8 Punkte. Wenn nicht, wäre es halt richtig übel, weil geht gar nicht. Oh, shit. Ach, Mist. Naja, gut. Ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch eine knappe Saison. Wie gesagt, die Rückrunde von Werder ist halt richtig Müll. Kann man nicht anders sagen. Die Rückrunde ist richtig blöd. Voriges Spiel haben wir zwar 2-2 in Mainz gespielt, haben wir Schwein gehabt, gesagt, die letzten 6 Minuten mit Nachspielzeit waren richtig heftig, also richtig geiles Spiel eigentlich. Davor war es eher, geht so, da hätte eigentlich Mainz auch schon längst gewinnen, hätte können so, aber Werder hat auf jeden Fall gut gespielt, damals so. Und dann haben wir halt doch noch 2-2 gemacht, also eigentlich gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, das Problem war, Werder hat natürlich wieder erst Gassen gegeben, als die wieder hinten lagen, ne? Das ist halt die Sache. Aber dann 2-2, einen Punkt geholt. Ein bisschen ja, Positives können sie auf jeden Fall mitnehmen aus dem Auswärtsspiel in Mainz. Deswegen gehen wir davon aus, dass es hier auch gegen Freiburg zu Hause gut wird. Anpfiff ist übrigens am 16.04.2023 um 15.30 Uhr übertragen tut es The Zone. Oh, schade. Und als Veteraner wird das auf jeden Fall wieder ein Highlight-Spiel, definitiv. Zudem ist die Personalie Füllkrug noch nicht abgeschlossen, also sprich, ob der jetzt spielt oder nicht, weil er hat letzte Woche wohl irgendwie ein individuelles Training bekommen, vielleicht ist auch einfach nur eine Taktik, ja, damit halt Freiburg denkt, er spielt nicht. Aber mal abwarten. Werner Ohle hat gesagt, Füllkrug fühlte sich nicht so richtig, warum auch immer, also war wahrscheinlich ein bisschen überlastet durch die Länderspielwochen und so, kann man ja auch verstehen, ne? Und dementsprechend hat Füllkrug mal andere Szene gekriegt wie die anderen. Amos Pieper ist wohl wieder fit, habe ich gelesen. Agu wohl auch soweit, aber die spielen nicht von Anfang an, so viel ich es mitgekriegt habe. Dingschi soll wohl auch noch irgendwelche Probleme haben. Aber wie gesagt, das wird sich alles noch direkt am Sonntag klären, wenn die spielen, wer jetzt wirklich auflaufen und wer nicht. Aber ein paar Personalien sind halt noch ein bisschen schwammig bei Werder. Bei Freiburg weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so wichtig für mich als Werder-Fan, was bei Freiburg los ist. Aber gut, sollte eigentlich wichtig sein, wenn ich weiß, wer spielt. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Werder hat übrigens auch einen neuen Ausstatter. Nicht mehr Umbro, sondern Hummel. Das Hummel ist eigentlich ein Handball-Ausstatter. Wollen wir uns kurz konzentrieren. Aber den haben sie jetzt und da Werder Schwein hatte, dass die Hinrunde so gut lief, haben die jetzt einen guten Vertrag abschließen können. Jede Saison gibt es 500.000 Euro mehr von Hummel. Vorher haben sie 4 Millionen gekriegt von Umbro, jetzt kriegen sie 4,5 von Hummel. Zudem kriegen sie noch eine Abfindung von Umbro von 1 Million Euro, weil sie den Vertrag schon 2 Jahre vorher auflösen. Oh shit. Und zwar war der Vertrag eigentlich bis 2025, aber Umbro ist halt ein englischer Ausstatter. Die wollen halt sich aufs England-Geschäft konzentrieren und wollten halt dann Werder direkt raus. Somit zahlen die noch eine Abfindung von 1 Million und Hummel übernimmt und bezahlt 500.000 mehr im Jahr. Also eigentlich ein guter Deal für Werder. Werder ist ja eh klar, wissen wir ja alle, was finanzielle Sachen angeht. Deswegen ist sowas auf jeden Fall immer positiv und gut. Und dementsprechend
hoffen einfach mal, dass das auch wer da gut investiert, das Geld, ne? Das ist ja immer wichtig. Wir müssen ja auch zusehen, dass wir, wenn wir Füllkrug verkaufen, dass wir definitiv einen Stürmer reinkriegen. Da habe ich auch irgendwas gelesen, dass wer da wohl interessiert ist an einen HSV-Stürmer. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Weil wenn HSV wieder nicht aufsteigt, dann will er bestimmt weg. Deswegen kann es sein, dass wer da vielleicht da auch schon guckt, wen sie verpflichten wollen. Aber höchstwahrscheinlich geht es eher Richtung Verpflichtung aus der zweiten Liga, was Stürmerersatz angeht. Ob das eine gute Sache ist oder nicht, wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ja, und sonst, ja, alles wie im alten Bewerber, ne? Würde ich sagen. Sonst wenig Verletzungen eigentlich insgesamt. Also schwere Verletzungen haben wir auf jeden Fall wenig. Das ist schon mal gut. Finanziell sieht immer auch alles mal so blöd aus wie vorher. Ich glaube, wir haben Werderaner, oder Werder hat, glaube ich, 36 Millionen Euro Schulden, soviel ich weiß. Und deswegen ist das schon ganz schön heftig eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Das ist ziemlich viel. Diesen kleinen Club eigentlich. Ja, die große Frage ist natürlich, wenn Füllkrug verkauft wird und eventuell auch Dutsch geht, das weiß ich auch noch nicht, ne? Das muss man auch mal sagen. Dann haben wir eventuell dann auch noch ein Sturmproblem. Weil, wie gesagt, aktuell der Sturm trifft und die Abwehr ist schlecht. Wie gesagt, in jedem Spiel von Werder ist es so, dass Werder immer wieder 8 Minuten Abwehr pennt und dann immer die ganzen Gegentore reinkriegt. Da ist die Zugehörigkeit von Werderanern zu Gegenspielern halt nicht vorhanden und dann spielen die nur noch Blödsinn. Und somit ist es immer ganz oft gewesen, dass wer dann immer innerhalb von 8 Minuten ungefähr immer die Gegentore reingekriegt hat. Wow! Und das hat richtig übel wehgetan immer. Sturm hat immer getroffen dann. Mittelfeld ist eigentlich auch soweit gut aufgestellt mit Bittencourt und Weiser und auch andere Sachen. Griff zum Beispiel ist auch sehr gut drauf. Aber ja, sonst abwehrmäßig, da ist es halt immer noch wuschelig. Ne? Das ist immer noch nervig, kann man nicht anders sagen. Oh, was ein Kombinationsspiel. Und da ist das Ding. Mach ich nicht mal hier irgendwas? Oh, der macht einen Flieger, okay. Ja, ich habe immer noch nicht geguckt, was man hier alles drücken kann für Torjubel und so. Ich mache einfach irgendwas, drückt da einfach irgendwie drauf rum. Mal klappt das und mal klappt das nicht. Was Schönes rauszuholen hier. Boah, guck euch das an. Wie schön gespielt. Noch kurz gewartet und dann zack. Ja, Füllkrug führt übrigens noch immer noch die Torschützen. Liste an mit 16 Toren. Ich bin mal gespannt, ob Füllkrug das auch halten kann, ob der dann halt hier Torschützenkönig in der ersten Bundesliga wird. So, machen direkt weiter. Da bin ich echt mal gespannt. Dann auch so, ne? Wer da muss halt eben. Die planen natürlich für die erste Liga nächstes Jahr, ist klar. Aber noch ist nichts safe. Das muss man einfach eiskalt sagen, ne? Noch ist nichts safe. Das Restprogramm von Werder ist noch ziemlich heftig. Also da kommen noch ganz schöne Brocken auf uns zu. Und leichteren Spiele haben wir dann halt zum Teil verloren oder unentschieden gespielt. Und das ist dann halt insgesamt halt nicht so gut, ne? Weil wir haben echt einige Mannschaften echt die Punkte geschenkt. Und wer da kriegt, wie gesagt, immer die Tore rein, wacht dann erst auf, spielt dann erst richtig gut und vorher dümpeln die immer ein bisschen rum. Ich weiß nicht, was das soll. Allerdings muss ich dazu sagen, Weiser spielt echt immer wieder richtig gut, ne? Also muss man nochmal loben. Also Weiser ist echt immer richtig gut drauf. Kann man nicht anders sagen. Der rennt und rennt und rennt. So. Füllkrug rennt auch immer. Klong. Haha. Da ist das wieder hier, das Ding. So. Gucken, was ich drücken kann hier. Okay, machen wir den hier. Kurz im Kreis laufen. Oh. Ja. Selbst vorgelegt so ungefähr und dann das Ding schon wieder unten rechts rein. Oben, mittelrechts. Mittlere Höhe rechts. So. Das war schon mal schick. So, da kann nichts mehr schief gehen, würde ich sagen. Tschüss, tschüss Freiburg. Achso, Clemens Fritz hatte übrigens noch eine Wette mit Pedersen. Nils Pedersen heißt er so, glaube ich, ja, ne? Ich weiß nicht mehr genau. Er hat früher auch bei Werder gespielt, kam von Bayern damals. Ich glaube, der Name war jetzt richtig. Wir haben damals eine Wette abgeschlossen, dass er, also Pedersen, nicht mehr mit 32, 33 in der ersten Liga spielt. Clemens Fritz hat jetzt verloren und mussten jetzt zum Essen einladen, so wie ich es mitgekriegt habe. Es ging um ein Essen. Und ja. Und Eggestein spielt ja auch bei SC Freiburg, darf man nicht vergessen, ne? Von Werder Bremen. Und Pedersen, wie gesagt, und er, Pedersen, wenn das auch der richtige Name ist,
beendet jetzt die Saison im Sommer seine Karriere. Also es ist auch das letzte Mal, dass er in Weserstadion spielt. Zwar auf der falschen Seite, aber er spielt. Ist er auch ey, wirklich so? Ich muss mal kurz gucken. Tja, kann ich gar nicht sehen. Nils Petersen, doch. Ist richtig. Gut, ich werde nicht vermasselt. So, jetzt hau ich mal rauf wieder, oder was? Ich probiere es nochmal. Ich kann Freistöße sowieso nicht. Oh, das war gar nicht gut, was ich gerade gemacht habe. So, also, kann ich das auch in echt machen? Und kann auch selber mich dahin stellen. Naja, egal. Auch hier wieder, egal. So, schon angenommen. Wen spiele ich an? Wie spiele ich an? Alter, was für eine Kombination, ey. Tequila. Bisschen rumgehampelt hier. Doppelpass. Wie war die Werbung noch? Doppelpass alleine. Wie ist es? So. Ja. Das hat sich wohl mal erledigt für Freiburg hier. Im Weserstadion. Ja, Wunden-West-Weserstadion ist es jetzt. Das wäre hat ja auch Managerfehler begangen in der Vergangenheit, definitiv. Die haben einige Sachen auch viel zu spät verkauft oder hat Investoren zu spät reingeholt, darf man auch nicht vergessen. Da, wo es bei Werder noch richtig gut lief, da gab es so viele Angebote von Investoren, halt hier ins Weserstadion, in die Mannschaft oder allgemein zu investieren, haben sie immer alles abgelehnt, weil die gesagt haben, nö, das läuft auch alles so. Ja, und dann kam auf einmal die Flaute und dann seitdem ist nur noch Mist. Aber jetzt haben sie ein bisschen draus gelernt, hoffe ich. Wow! Was? Wo habe ich Geld gekriegt? Aber was für ein geiler Fallrückzieher, oder? Nice. Ja, das Spiel werde ich mir wahrscheinlich nicht live angucken können. Muss nämlich arbeiten. Mal gucken, vielleicht über Handy. Ich weiß gar nicht, The Zone oder so eine App, ich weiß es gar nicht. So, wieder in die andere Richtung hier. Oder auch nicht. Ja, Freiburg hier, gerade die KI ist richtig schlecht. Wie gesagt, KI ist übrigens auf 6 Minuten gestellt, ja. Nee, ist auf Profi gestellt, die eine Halbzeit ist 6 Minuten. Oh, abseits. Ja, aber Freiburg ist gerade echt, da habe ich jetzt gedacht, die werden ein bisschen stärker. Aber das Lustige ist, glaube ich, die Sportwetten stehen, glaube ich, auf 50-50. Also, die wissen nicht ganz genau, also die stehen alle auf Unentschieden, so wie ich es gesehen habe. Das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte für Werder, wenn es Unentschieden wird, definitiv. Also, oder ein Sieg halt, ne? Oder ein Sieg. Auch wieder viel zu einfach hier. Tor noch kurz ein bisschen rausgezogen, damit ich die Ecke aussuchen kann. Aber Stage hier, einmal unsere Däne, macht das Ding. Achso, Hummel ist übrigens ein dänischer Ausrüster, ne? Kommt aus Dänemark, die Firma. Ja, habe ich mich schön informieren noch vorher hier. Wahrscheinlich sind auch einige Sachen falsch, die ich gesagt habe, aber so im Großen und Ganzen war es alles richtig. Was, für jemand eine rote Karte? Moment mal. Hä? Da steht eine rote Karte irgendwie im Raum oben. Nee, Freiburg jetzt. Hä? Was? Oben habt ihr ja gesehen, oder? Da stand die rote Karte doch bei Werder, oder? Jetzt steht sie bei Freiburg. Verstehe jetzt gerade nicht. Das ist euer selten. Bei FIFA 23. Nacken den Ball ja. Also der FIFA 23, sage ich auch zu jedem Spiel einmal, ich finde FIFA 23 echt gelungen. Es ist halt echt ein gutes FIFA, kann man spielen, definitiv das beste FIFA seit Jahren, wie ich finde. Das, wie es sich anfühlt, wie man hier spielen kann und so, wie die Tore fallen. Ich finde es einfach super. So, das heißt, ich habe es einfach mal gesagt.
Gut, online ist noch eine andere Geschichte, wenn man da 2 vs 2 macht. Ich mal ganz gerne auch mal richtig einen auf den Deckel. Wow. Aber insgesamt ist FIFA 23 echt gelungen. Also definitiv, was die anderen Spiele angeht, für die Vorgänger, wenn man das vergleicht, ist FIFA 23 echt super. Ich wollte mal ein bisschen rumtändeln hier. Ah, okay. Zu viel rumgetändelt. Aber Freiburg hat keinen Bock mehr. Freiburg hat keinen Bock mehr. Die wollen nicht mehr. Die wollen einfach nur nach Hause. Ach, shit. So, mal gucken hier. Na, kriegen sie so ein Tor hin? Eigentor. Oh. Das war aber ganz schön knapp. Ein bisschen Kombinationsfußball hier. Ach Mist. Mann, ich krieg nichts mehr hin. Aber wie gesagt, das Ding ist eh durch. Wie gesagt, wir haben gewonnen. So, Prozent, da kommen wir raus. Genau. Apfel, wer da gewinnt zu Hause 4-0. Ich persönlich gehe bei eher von Unentschieden aus. Wird auch ein harter Kampf am Sonntag, am 16.04. um 15.30 Uhr im Bohnenwest-Weser-Stadion. Ja. Danke fürs Zusehen, sag ich mal. Und, ja, drückt Werder die Daumen, dass es vielleicht doch ein Sieg wird. Darum geht's eigentlich. Wir brauchen noch die Punkte. 40 Punkte ist gut. So, Glückwunsch. Der Schwierigkeitsgrad Profi scheint dir keine Probleme zu bereiten. Vielleicht solltest du es einmal mit Weltklasse probieren. Nö. So sieht's aus. Danke nochmal. Danke für Support. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei FIFA 23. Tschüss. Reingehauen.